ich bin Carla, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere dualen Mediendesign und absolviere hier bei EXWE den Praxisteil. Ich bin auf den Beruf gekommen, nachdem ich eigentlich erst Medizin oder Psychologie studieren wollte. Dies hat leider nicht funktioniert wegen dem NC, der ist ja ziemlich hoch und ich habe das mit meinem Abitur leider nicht geschafft. Und dann habe ich nachgedacht und bin ein bisschen in mich gegangen, was mich interessiert, was ich kann. Und dann ist mir eingefallen, dass ich sehr gerne zeichne, auch ziemlich kreativ bin, würde ich jetzt mal behaupten. Habe ich geschaut, welchen Beruf ich in diesem Bereich ausüben könnte, also halt mit Kreativität, mit Zeichnen, Design, wie auch immer. Habe dann auch geschaut, welcher Beruf irgendwo Erfolgschancen birgt und bin dann auf Mediendesign gekommen, habe mich da ein bisschen informiert und dann habe ich für mich festgestellt, dass das wahrscheinlich, also ich denke, der beste Beruf für mich ist. Und mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich momentan sehr viele Webseiten design. Dafür bekommen wir meistens ein Briefing vom Kunden mit ersten Ideen, Vorstellungen, Wünschen. Zum Beispiel, welche Kategorien er auf der Website haben möchte. Unter anderem aber auch schickt er meistens sein Logo mit oder Farbcodes, die Farben, die er auf der Website verwenden möchte. Und dann wird ein erster Entwurf erstellt. Der wird dann dem Kunden geschickt. Der Kunde schickt dann meistens ein Feedback zurück, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Wenn er weitere Ideen hat, kommen die auch in das Feedback. Und dann wird das Feedback ausgeführt. Also die weiteren Wünsche werden eingebracht, die Änderungen werden auch eingebracht und dann wird die neue Version an den Kunden wieder geschickt. Und es geht immer so weiter, bis das Webseitendesign oder was auch immer es dann gerade ist, dem Kunden gefällt. An meinem Beruf gefällt mir sehr die künstlerische Freiheit. Also ich habe natürlich, wie bereits erwähnt, dann die Wünsche der Kunden, die muss ich ausführen. Aber ich kann trotzdem meine volle Kreativität einbringen, um diese Wünsche so gut es geht zu verwirklichen, damit es dem Kunden auch bestmöglich gefällt. Ich kann auch selber, wenn ich Ideen habe, wo ich denke, dass die passen, kann ich einbringen und dem Kunden vorschlagen. Vielleicht gefällt es dem Kunden auch und dann ist auch ein Stück von meinem Designstil in dem Design für den Kunden drin und das gefällt mir sehr. Also ein sehr besonderes Erlebnis, was ich bis jetzt hier erlebt habe, ist, als ich eine Website komplett designt habe und meine Arbeitskollegen haben die jetzt in die Wirklichkeit umgesetzt, also die Website erstellt und das war mega schön, die Website dann das erste Mal wirklich live zu sehen. Weil bis jetzt waren alle meine Designs nur theoretisch, also meine Webdesigns waren theoretisch oder meine anderen Arbeiten, die waren hauptsächlich für mich und das war sehr besonders, dann eine Arbeit von mir wirklich live im Internet zu sehen. Also ich würde nie mit jemand anderem tauschen wollen, weil diese 8 Stunden Arbeit, die ich hier bin, ist... Also ich würde nie mit jemand anderem tauschen wollen, weil diese 8 Stunden Arbeit, die ich hier verbringe, die fühlen sich nicht an wie 8 Stunden. Ich freue mich morgens hier zu arbeiten, auch wenn ich dafür den ganzen Tag unterwegs bin, das ist es mir wert. Sehr gut gefällt mir hier in diesem Betrieb, dass es sehr freundlich ist. Ich wurde von Anfang an mega lieb aufgenommen, wurde auch direkt in Projekte mit einbezogen, konnte auch, wenn ich Hilfe brauchte, auch spezifische Adobe-Hilfe, zum Beispiel Photoshop oder Illustrator, habe ich auch sehr gute Antworten bekommen, musste mich nicht schämen, weil ich etwas nicht wusste, weil es ja theoretisch mein Fachgebiet ist. Und auch die Kommunikation, die läuft mega gut. Also als Tipps kann ich euch definitiv mitgeben, erstellt ein Portfolio und lernt die Basics der Adobe-Programme. Es gibt eine 30 Tage kostenlose Version und tobt euch damit aus, erstellt Dateien für ein Portfolio, schaut, was euch am meisten liebt und dann habt ihr schon mal eine gewisse Richtung, in die ihr gehen wollt, weil Mediendesign ist ja ein sehr, sehr großer Bereich und dann lernt ihr eure Fähigkeiten mehr kennen, die Betriebe, bei denen ihr euch bewerbt, sehen eure Fähigkeiten und das hilft euch auf jeden Fall sehr dabei, den Beruf auszuführen. Und außerdem bringt eure volle Kreativität mit, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und euch auch ein bisschen für den Bereich Mediendesign interessieren. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei der Berufssuche und einen schönen Tag noch. Tschüss.